Wir haben heute den 1. Juli und vielleicht magst du im Juli einige Lektionen über das Leben hören und sehen. Wir stehen hier am Rhein und hinter mir die Lorelei und der Rhein im Rheintal versucht, die Kurven des Lebens zu nehmen. Ja, wie im wirklichen Leben. Und wenn du in einer Situation steckst, die dir nicht gefällt, dir da ein gewisses Unbehagen bereitet, zum Beispiel im Büro oder in einem anderen beruflichen Umfeld oder in der Partnerschaft oder du lebst in einer kleinen Wohnung und wolltest umziehen, aber nun steigen die Mieten oder du wolltest ein Haus kaufen und jetzt gehen die Zinsen hoch. Also all diese Situationen, die dich nicht primär zufrieden machen, dann wäre es doch sinnvoll, wenn du Verantwortung übernimmst und die Dinge und deine Situation, dein Innenleben, deine Einstellungen so änderst, dass du wieder glücklich bist. Vielleicht hast du auch Angst, bestimmte Hemmungen, Blockaden, die dich daran hindern, bestimmte Dinge in deinem Sinne zu erledigen. Aber es bringt ja nichts zu meckern, es bringt ja nichts zu meckern und jammern. Was bringen würde, das wäre die Änderung deiner Einstellung. Und erstmal die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Und das meine ich nicht oberflächlich, sondern wichtig ist voller Hingabe, die Situation so, wie sie wirklich in diesem Augenblick momentan in der Gegenwart ist, zu akzeptieren, ohne sich innerlich irgendwie zu ärgern oder innerlich grummelig zu sein. Einfach mit dem Unabänderlichen fügen. Und dann später kannst du immer noch überlegen, was kann ich ändern? Wie komme ich ins Handeln? Und dazu morgen am 2. Juli mehr.